Superior FC 18 in Ludwigshafen nehmen ja ein glücklicher und zufriedener Christian Eckerlin, der gerade gegen Viktor Dell gewonnen hat. Ja, ich brauche nicht viel reden, 1 Minute 20. Ich glaube, das Statement wird kurz zu dem Kampfverlauf, aber erzähl uns einmal ganz kurz, was ist da passiert? Erstmal Respekt an Viktor, dass er so kurzfristig eingesprungen wäre, sonst hätte ich hier heute gar nicht kämpfen können. Deswegen bin ich sehr froh drum. Ja, hat zwar keine optimale Vorbereitung gehabt, aber gut, er ist ein Kämpfer, Warrior und ist mit mir da reingegangen und hohen Respekt dafür. Ja, nun hast du auch gegen ihn gewonnen in der ersten Runde nach knapp 1 Minute 20 durch Rear Naked Choke, durch einen perfekt, wirklich perfekt getimten Double Leg Takedown. Ja, und dann hast du den Sack zugemacht. Hast du erwartet, dass der Kampf so verläuft? Ja, das war mein Gameplan. Ich wollte auf keinen Fall über die erste Runde hinausgehen. Ich habe mir selber vor einer Woche eine Rippenverletzung zugezogen, was auch sehr gravierend war. Wie gesagt, ich will wieder zurück an die Spitze. Mir ist egal, gegen wen ich kämpfe am Ende. Und ja, das ist zum Glück alles bis jetzt sehr gut gelaufen. Meine Verletzungsserie, History kennt ihr ja, das habe ich immer ein bisschen Pech gehabt. Aber ich wollte unter allen Umständen hier heute kämpfen. Superior FC ist Top-Veranstalter, für mich die Besten in Deutschland. Und ja, danke an die auch, dass sie es möglich gemacht haben natürlich. Ne? Und zumal auch, dass sie überhaupt einen Gegner wieder organisieren konnten, der eigentlich ursprünglich 2 Gewichtsklassen über dir kämpft. Das muss man ja auch nochmal an dieser Stelle sagen. Ich meine, der Kampf hat jetzt auch nicht lange gedauert, aber hast du dennoch den Gewichtsunterschied gemerkt? Ja, ich sag ehrlich, also seine Low-Kicks haben schon gut wehgetan. Also da war schon gut Dampf dahinter. Und ja, ich muss auch sagen, mein Manager Nils Schlegel, der hat mir abgeraten davon, weil ich habe eine lange Pause gehabt. Leider konnte ich in Darmstadt dann halt auch nicht gegen Giovanni Melelo gewinnen. Und ich bin Kämpfer, wie ihr mich kennt. Und ich, wie gesagt, ich gehe da mit vollem Herz rein. Ja. So wie man dich kennt. Und wie gesagt, du darfst sehr zufrieden sein mit der Leistung, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch mit der Meinung vieler unserer Zuschauer. Jetzt bist du wieder zurück, hoffentlich. Und ich hoffe auch, dass wir dich demnächst auch wieder im Käfig sehen. Du hast gesagt, du hast jetzt ein bisschen über den Kopf des Managers, sage ich mal, oder Head Coaches entschieden. Was planst du oder wie sind die weiteren Pläne für unseren Christian? Jetzt in allererster Linie muss ich mal den Sieg nach so langer Zeit erstmal genießen, weißt du? Ich kann's, kommt jetzt langsam erst, dass es so gelaufen ist. Ja, und dann werde ich mich mit meinem Manager wieder hinsetzen in den nächsten Wochen. Ist ja nicht nur mein Manager, sondern ein sehr guter Freund, der seit Tag 1 bei mir ist. So wie auch meine Trainingspartner Daniel Weichelt, Stefan Pütz, Matt, Max Koga und so viele wieder sind, hier jetzt alle aufzuzählen. Aber die haben mir da sehr geholfen, mich auch immer aufgebaut. Und der größte Dank geht an die Trainingspartner und natürlich Freunde, Familie, Fans. Da sieht man ja, was so in dem sozialen Netzwerk da so abgegangen ist die letzte Zeit. Das ist schon Respekt an alle Leute da draußen. Auf jeden Fall, nun hast du auch ein sehr, sehr starkes Team, wie du gerade gesagt hast, hinter dir. Wie wichtig ist das für deine Psyche, dass du wirklich so gute Leute auch in deinem Rücken hast, wirklich so gute Trainingspartner auch hast und wirklich Spezialisten auf deren Gebieten? Wie gut hast du dich, die Vorbereitung, wie gesagt, auf den Gegner konntest du jetzt nicht so kurzfristig abpassen, aber vom Kopf her, wie wichtig ist das für einen Kämpfer eigentlich? Ja, ist natürlich sehr wichtig. Man sieht dann Woche für Woche im Sparring, wo man steht. Das sind alles Top-Athleten, die gehen jeden Tag ins Training zweimal. Und ich habe halt immer das Glück, dass ich mit Stefan Pütz trainieren muss. Und da muss man halt schon dagegen halten. Ne? Bei denen. Ist manchmal nicht schön, aber so wird man doch nur härter dann am Ende. Deswegen bin ich auch in die 93-Kilo-Klasse gegangen. Das war nebenbei. Also, okay. Also dein nächster Kampf wird dann? Nein. Ich versuche dann. Das hat sich so ein bisschen eingependelt, dass ich von Grund aus so 90 Kilo habe. Und auf 77 runter zu gehen, ist schon sehr, sehr schwer. Das war auch gegen Melillo sehr schwer für mich, da auf 77 zu kommen. Vielleicht kämpfe ich mal 84 Kilo. Mal gucken. Ich lasse es jetzt erstmal sagen, mein Sieg. Feiere das mit meinem Team, mit meinen Freunden, Familie. Und mal gucken, was so in der Zukunft passiert. Das werd auf jeden Fall von mir hören. Also da freuen wir uns alle auf jeden Fall drauf, wieder mal dich im Käfig zu sehen und vielleicht bei der nächsten Superior. Ja, wie gesagt, für mich auch jetzt, dass sie den Gegner da so kurzfristig gefunden haben,
Das gehört großen Respekt daran. Das schafft fast keiner in Deutschland. Dann ist der Kampf dann rum. Ne? Und die ganze Gefolgschaft, wo ich dabei habe, ne, das ist natürlich für die anderen Kämpfer auch super, wenn die da vor so einem Publikum dann kämpfen können. Das hat man in Darmstadt gesehen heute. Also das ist schon allererste Sahne. Also Superior FC kannst du auf jeden Fall jedem empfehlen. Kämpfer als auch auf Zuschauer. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Für mich, wie gesagt, nochmal die beste Veranstaltung hier in Deutschland. Und ich denke, dass die ihren Weg auch, man sieht es ja auch, heute waren nur hochkarätige Kämpfe. Jetzt kommen noch zwei Titelkämpfe, ja. Unter anderem Max Koga. Ja. Und ja, ich hoffe, dass es nicht mehr so lange hier geht, dann gucken wir uns den Kampf an. Auf jeden Fall, also kürzen wir das schnell ab. Du hast jetzt die Möglichkeit, noch einmal, egal wem zu danken, nochmal zu grüßen. Das letzte Wort gehört dir. Ja. Bitteschön. In erster Linie danke ich natürlich meinem Team, die mich jeden Tag aufs Neue prüfen. Meiner Familie, meiner Frau, die immer hinter mir stand. Meine Freunde natürlich sowieso, die sind jeden Tag mit mir und müssen mich ertragen, wenn ich auf Diät bin. Das hatte ich zum Glück jetzt die letzten zwei Wochen nicht, wo es in die heiße Phase ging. Aber natürlich danke ich dem MMA Spirit an erster Stelle, die mich auch ertragen müssen. Meinen Sponsoren für den Kampf heute, ich muss sie nicht alle aufzählen, die werden ja immer genannt. Und deswegen, also, und noch vielen Dank, größte Dank noch mit an Superior, die das heute möglich gemacht haben, dass ich überhaupt kämpfen konnte. Nochmal einen großen Dank an dich, Christian, und an das Team. Ich habe einen vergessen. Größter Dank geht natürlich an meinen Striking-Coach Mohamed Quali, den darf ich nicht vergessen. Bester Mann. Den haben wir heute schon mehrmals gehört. Also noch einmal, vielen Dank. Ja. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank.